eine neue Woche. Ja, ich melde mich aus dem Urlaub zurück, wollte ich ja gerade sagen, aber ich bin ja schon jetzt über eine Woche wieder da. Hab ja auch am Wochenende mein Urlaubsimpressionsvideo geschnitten, was auch ein Kampf war, weil ich habe ja sämtliche Sachen mit dem Handy gefilmt, aufgrund dessen, weil also für den nächsten Urlaub nehmen wir die Kamera, mit der ich hier jetzt filme, nicht mehr mit, weil das war jetzt das zweite Mal in Folge, dass wir die mitgenommen haben und nicht einmal benutzt. Und das ist halt einfach unnötiger Ballast. Man kann genauso mit dem Handy filmen. Und ich habe ja die meiste Zeit immer im Querformat Insta-Stories gemacht, aufgrund dessen, dass ich das dann gut auf YouTube einbauen kann. Weil wenn ich das so hochkant mache, dann ist halt links und rechts immer so ein schwarzer Balken und das ist halt echt kacke. Aber ja, das habe ich jetzt gestern, nee, Samstag eigentlich geschnitten und dann war irgendeine Fehlerdatei da drin, wo mit iMovie nicht klarkam und dann ist das immer abgestürzt, das Programm. Deswegen konnte ich das gestern nochmal komplett neu schneiden, aber dann klappt es Gott sei Dank. Ja, wie gesagt, seit der Woche, also Samstag seit der Woche sind wir wieder zu Hause und sind natürlich sehr traurig. Ich habe mich da übelst verbrannt am zweiten Tag, weil wir uns da mit Leuten unterhalten haben in der Sonne und dann merkt man das nicht so und das war so die Nachmittagssonne, die gar nicht mehr so stark war und dann hatte ich echt so krassen Sonnenbrand und auch abends leicht einen Sonnenstich. Deswegen sehe ich hier auf der Stirn so fleckig aus, ich weiß gar nicht, weil hier war alles inklusive Kopfhaut verbrannt und dann pellte das alles und jetzt ist hier halt so richtig schmutzig, also richtig, richtig komisch. Ja, auf der Nase habe ich auch eine dunkle Stelle, aber egal. Tee hatte ich auch, ich weiß, sieht man das hier? Da ist der Bikini gewesen. So, da, ja, da sieht man das so. Hier war auch alles verbrannt und die linke Seite konnte ich echt. Also die Haut, die pellt auch gut. Ich bin ordentlich am Cremen, aber das pellt alles ab und so. Aber es war richtig, richtig schön, der Urlaub. Also wir wollen auf jeden Fall wieder hin. Die Preise sind im Moment echt teuer, weil wir überlegt hatten, eventuell Ende September zu fliegen nochmal. Wir wollen aber jetzt halt vielleicht so gucken, dass wir dann spontan Last Minute buchen. Weil wir das jetzt noch nicht so einschätzen können, ob das klappen würde oder nicht. Aber wollen würden wir gerne definitiv dieses Jahr nochmal. Ansonsten habt ihr ja die Impression gesehen. Beim Schneiden musste ich auch weinen, weil die Sehnsucht dann wieder hochkam. Und ja, er weiß ja oft immer so. Ja, heute haben wir Montag. Ich trinke gerade meinen Red Bull. Und zwar gibt es ein neues Summer Edition Beach Breeze. Und ich bin gar nicht mehr so der Red Bull-Fan, aber das ist so, so lecker. Das schmeckt einfach nach Sommer, Strand und Urlaub. Ja, ansonsten kann ich euch vielleicht noch ein paar Sachen zeigen, die ich gekauft habe, so drogeriemäßig, weil wenn man dann wieder hier so ankommt, muss man sich ja dann wieder in den Alltag integrieren, auch einkaufen, was so fehlte und so. Und man hat das Gefühl, man ist 10 Tage weg und es hat sich irgendwie alles geändert. In der Stadt, Läden sind zu, neue Läden sind auf, neue Sachen gibt es in den Geschäften, als wäre man irgendwie so ein Jahr nicht da gewesen. Also ganz, ganz merkwürdig. Aber ja, das zeige ich euch gleich mal, was ich jetzt so, weil ich hatte mir auch ein neues Parfüm bestellt, so eine Erinnerungen von Ausbildungszeit und das hatte ich mir jetzt wieder gekauft und so. Und aber ich zeige gleich mal die ganzen Sachen, die ich so gekauft habe. Ja. Ich muss mich erstmal wieder hier in die Vlogging-Materie einfuchsen. Ich denke auch mal, dass ich einen 2-Wochen-Vlog mache, weil diese Woche passiert noch nichts Interessantes, großartig, aber nächste Woche Dienstag bin ich auf dem Backstreet Boys Konzert. Und dann am Wochenende, also das kommende Wochenende dann nach dem Backstreet Boys Konzert, fahre ich nach Dortmund zur Tattoo-Messe. Es ist halt so ein interessanterer Vlog. Also die jetzige Woche wird es ein bisschen
langweiliger eventuell, weil da jetzt nichts so Spannendes passiert. Aber ihr mögt das ja, wenn ich euch einfach so mitnehme im Alltag. Ja. Achso, und der Nagellack, falls welche fragen, das ist von Essie, der Mucci Mucci. Den finde ich auch richtig, richtig schön. Den habe ich mir auch neu gekauft. Gerade so jetzt zur braunen Haut ist das echt ein schöner Nagellack. Ja, also, ich zeige euch dann später mal die Sachen. Ich habe schon auf Instagram gezeigt, dass ich im Moment gerne das Duschgel mag. Von Barningen Oil Intense Duschcreme, weil ich habe so furztrockene Haut, immer schon, jetzt nach dem Urlaub noch extremer. Und das ist sehr, sehr schön. Also jetzt Feuchtigkeit spenden tut kein Duschgel. Also habe ich noch nie erlebt, aber das ist echt cool. Meine Hand, die zittert so. Ich weiß auch nicht warum. Ja, das kann ich euch echt empfehlen. Habe ich von Rossmann. Und ihr Frauen, nehmt immer bitte Intimwaschlotion, nicht Duschgel, weil eure Schmuckschatullenflora ist dafür echt nicht gemacht, weil damit macht man sich sehr viel kaputt. Eigentlich soll man sich dann untenrum ja nur mit Wasser waschen, aber das finde ich persönlich auch nicht so toll. Aber da müsst ihr aber auch gucken, nicht jedes Intimwaschzeug ist gut. Da gibt es auch welche, die aggressiv sind. Das finde ich auch nicht so gut. Ich muss mich da nochmal ein bisschen schlauer machen. Also ich wechsle immer mal, aber nehmt kein Duschgel. Ja, und ansonsten habe ich gerade für meine furztrockene Haut mir von The Body Shop die Shea Butter gekauft. Die ist ganz gut. Bei Douglas hat man mir die Anaya K. Body Butter empfohlen, aber ich habe jetzt die Body Lotion und die ist so ein bisschen leichter, aber der Geruch ist sehr intensiv, so etwas altbacken. Ja, ich mag ja immer gerne die Lancôme Nutrex, die Gesichtscreme und auch die Body Lotion. Und hiervon hatte ich vor dem Urlaub so eine Reisegröße, auch noch so ein Duschgel, das habe ich aber auch noch nicht benutzt. Und hiervon liebe ich ja den Geruch, ne? Das ist so, so göttlich. Ja, also müsst ihr mal dran schnuppern. Mega cool. Das hier hat meine liebe Renata, die wir im Urlaub kennengelernt haben und die ist ja auch mit war, mitgehabt. Und das riecht so toll. Und das gibt es beim Netto oder gab es beim Netto. Und ich war am Samstag eben beim Netto. Und es war nur noch ein einziges da in der Grabbelkiste. Und das habe ich gleich mitgenommen und auf Instagram gleich gefragt, ob mir das jemand noch besorgen kann, wenn es bei ihm im Netto gibt. Aber ja, mir wurde auch gesagt, Rossmann und DM hat ja auch sowas. Ja, weiß ich. Aber nicht das. Das ist halt dieses Kokosjasmin. Und das riecht halt so schön blumig und kaum nach Kokos. Ich mag immer nicht so diese Kokosdüfte. Ja, also das gab es beim Netto. Müssen wir mal gucken. Der ein oder andere Netto hat das vielleicht noch. Und dann müsst ihr mal dran schnuppern. Ja, und ansonsten habe ich mir den Duft mal wieder nachgekauft, weil der mich total an meine Ausbildungszeit erinnert, der Hugo Boss Deep Red. Und ja, den habe ich mir bestellt, der war irgendwie im Angebot bei irgendeiner Seite. Fand ich ganz cool. Und dann habe ich mir von diesem Sol Janeiro dieses Coco Cabana Body Fragrance geholt. Aber das riecht so extrem nach Kokos, da wird mir schlecht von. Also vielleicht kann ich es wirklich mal im Sommer benutzen, aber das war, also diejenigen, die auf Kokos stehen, für die ist das total was, aber für mich ist das zu intensiv. Leider. Hallo, Dienstag. Ich melde mich auch mal am Abend. Ja, ich war heute unterwegs und habe so ein paar Dinge erledigt und dann war ich zu Hause. Dann waren die Hunde dran, dass wir raus sind. Dann habe ich mir Couscous-Salat gemacht, was auch so ein bisschen Anspruch, nee, was auch so ein bisschen Zeit in Anspruch genommen hat, so mein Deutsches auch. ja, immer noch wieder fleißig immer am Gucken nach Angeboten, weil, ich weiß, habe ich das erzählt, dass Mama und ich ja nochmal fliegen möchten dieses Jahr. Am besten so September, also Ende September.
Das ist einfach so teuer. Ja, aber mal gucken, wie wir da Faden verloren. Ich weiß auch nicht, was soll ich jetzt sagen? Ja. Genau, meine Intention ist ja schon eine ganze Weile, dadurch, dass wir ja immer da in den Urlaub fliegen. Also ist jetzt keine bezahlte Kooperation. Also ich habe da einen Code bekommen, dass ich das für mich freischalten kann. Aber mehr auch nicht, weil ich gerne mein Englisch aufbessern wollte. Und das mache ich mit dieser Bubble-Sprach-App. Also habt ihr ja bestimmt schon mal gehört. Aber wie gesagt, das ist für mich keine bezahlte Kooperation. Ich mache das nur für mich und darf es halt kostenlos testen. Ja, und dadurch, dass ich gerne mein Englisch auch verbessern möchte, weil ich merke das jedes Mal im Urlaub, dass mein Englisch. Also man kann sich so ein bisschen verständigen, aber es wäre schon cooler, wenn das ein bisschen flüssiger von der Hand laufen würde. Und jetzt habe ich schon letzte Woche immer angefangen, aber da kommen die ja so ein bisschen doof vor. Okay. Ja. Gut. These potatoes are nice. These potatoes are nice. Ich finde immer diese Aussprache aber so komisch bei dem, genauso wie bei den Farben. Dann macht er so brown, brown und ich sag so brown und dann boom, falsch. Ich so, hä, was willst du denn jetzt von mir, ne? Those apples look nice. Those apples look nice. Naja. I'll have 1 kilo. I'll have 1 Kilo. Ja, siehst du, da habe ich jetzt falsch ausgesprochen. Dann war jetzt rot. I'll have 1 kilo. I'll have 1 Kilo. Wieder falsch. Weil ich weiß ja, wie das heißt und wie, also, ne, aber ich muss das genauso aussprechen, wie er mir das da vorgibt. I'll have 1 kilo. I'll have 1 Kilo. Wieder falsch. Oh, nächste. Das regt mich auf. So, weiter. How about this one? How about this one? Na, das war jetzt richtig. A loaf of bread. A loaf of bread. A loaf of bread. A loaf of bread. Okay, ein Laib Brot. Diese Aussprache ihm nachzusprechen, so diese in der Tonart, das ist halt dieses British-Englisch, was ich generell einfach nicht wirklich mag, ist halt teilweise so, da denke ich mir so, okay. Aber na gut, ich werde halt einfach damit weiter üben. Und dann schauen wir mal, dann werde ich irgendwann ein Englisch-Profi. Also nee, aber ich möchte echt gerne mein Englisch verbessern. Und ja, soweit dazu. Morgen früh treffen wir mit einer Freundin. Wollen frühstücken gehen. Und dann gucken wir mal. Also heute passiert auch nicht mehr viel. Oh, ich bin wieder müde. Ja. Na gut, ihr Lieben, ich melde mich dann morgen bei euch, wenn ich es nicht vergesse. Hello, it's me. Und wir haben es heute Samstag. Und ich habe wieder ein paar Tage nicht gevloggt. Sorry, sorry, sorry. Warum? Keine Ahnung. Einfach nur nicht zugekommen und drüber hinweggekommen. Und ja, war auch nichts Spannendes, Großartiges, was ich berichten kann. Ja, wie gesagt, heute haben wir Samstag. Heute ist schönes Wetter. Ich war heute Vormittag schon einkaufen in der Stadt. Oh, bin dauermüde. Hab mir gerade einen Kaffee gemacht. Ja, ich muss später noch eben hier bei mir zum Rewe noch ein paar Kleinigkeiten einkaufen. Aber ich war halt schon voll gepackt. Deswegen bin ich dann erst nach Hause. Hab hier Haushalt gemacht mit den Hunden raus. Und der Rewe, der hat ja eh bis 23 Uhr auf, von daher muss ich mir da keinen Stress machen.
Ja, ansonsten schwindet meine Urlaubsbräune langsam. Ja, ich gucke ja fleißig nach Angeboten und jetzt bin ich schon. Also habe ich ein Angebot für Dezember bekommen. Ich habe nämlich auf Instagram mal gefragt, ob da welche mir sagen können, wie genau Anfang Dezember das Wetter dort ist. Und es soll wohl so zwischen 25 und 30 Grad tagsüber sein. Aber abends ab 17 Uhr wohl schon dunkel und dann recht frisch. Aber das macht mir nichts. Also mir ist halt wichtig, dass man tagsüber noch schön sonnen kann, dass es warm ist. Und abends, wenn es frisch ist, ist ja umso besser zum Schlafen, finde ich, ja. Deswegen, und da habe ich nämlich ein Angebot, hat meine Reisebürodame mir geschickt. 14 Tage, gleiche Hotel wieder für 665 Euro pro Person. Und das ist echt richtig, richtig gut. Ja, das überlege ich vielleicht zu buchen. Obwohl ja September, ne, wäre geiler halt von den heißen Temperaturen her, das ist also meins. Aber wenn man sich im Dezember auch bräunen kann, dann ist es ja auch egal. Also von daher. Und im September kostet es fast 600 Euro mehr. Ja, also mal gucken. Ansonsten kann ich nicht groß was berichten. Nö. Wie gesagt, ich trinke jetzt hier meinen Kaffee, gucke ein, zwei YouTube-Videos und dann mache ich mich dann nochmal los auf zum Rewe. Genau. So. Also, falls noch irgendwas Spannendes passiert, dann melde ich mich. Ich habe wieder die Tage vollkommen vergessen zu filmen. Ich war ja am Dienstag auf dem Konzert bei den Backstreet Boys. Ich kann euch ja leider nicht Sequenzen einblenden, aufgrund dessen wegen der GEMA. Aber ich habe noch einen Zweitkanal. Das ist so mein komplett privater Kanal, wo ich so Konzertmitschnitte immer so hochlade. Aber da ist mir dann scheißegal, wenn das nicht monetarisiert wird. Das ist halt einfach nur quasi so, wo ich dann so Sachen hochlade. Ich habe für Ewigkeit nichts gemacht. Das kann ich euch mal unten verlinken. Und da werde ich dann so diese Mitschnitte zusammenschneiden vom Konzert. Dann könnt ihr da mal gucken, weil das war echt richtig, richtig gut. Ich bin ja eigentlich gar nicht der Backstreet Boys Fan. Also klar, so die alten Lieder sind ganz cool. So die neuen kenne ich irgendwie alle gar nicht. Aber die haben eine mega coole Show gemacht und wir hatten auch richtig gute Plätze. Einzige Manko war, es war extrem laut. Also so laut, dass selbst ich, die ja fast taub ist, bisschen Ohrenschmerzen hatte. Also wenn so der Bass war, das hat man richtig im Magen gemerkt. Also ich war ja schon öfter mal in der TUI Arena waren und das war bei anderen Konzerten nicht so extrem. Aber ansonsten, Stimmung war mega, es war komplett ausverkauft. Die haben viel so mit den Fans agiert, also sprich Handshake öfter gemacht und so. Und geile Lichtshow hatten sie. Der Vorband-DJ, der war auch cool. Der hat
schon mal so die Menschenmenge eingeheizt mit 90er Musik. War auch richtig, richtig cool. Ja, aber wie gesagt, die Show, die war mega cool. Am Ende hat man richtig geschwitzt, weil das war so warm dann in der Halle. Ja, also hat sich auf jeden Fall sehr, sehr gelohnt. Ja, ansonsten da bin ich hier so ein bisschen am Machen und viel unterwegs und so. Jetzt, wie gesagt, haben wir heute Donnerstag. Samstag geht es ja dann nach Dortmund zur Tattoo Convention. Recht früh, ich weiß, also der Zug fährt um 7.40 Uhr. Ich fahre mit einer Freundin. Hier zu Hause fahre ich schon so 6:30 los, weil ich muss immer so 20 Minuten vor Abfahrt an der DB-Info sein, treffen wegen Einladen, also wegen Einstiegshilfe. Dann weiß man ja nicht, wie die Straßenbahnen fahren. Kann ja auch immer mal sein, dass eine ausfällt oder so. Das muss man ja auch alles einplanen, einkalkulieren. Das, so bin ich halt, ne? Ich fahre lieber viel früher irgendwo hin, als dass die Zeit zu knapp bemessen ist und dann klappt da nichts. Dann komme ich um 9:30 an in Dortmund. Dann treffe ich mich ja da wieder mit Silke und Michelle. Und dann fahren wir halt zur Westfalenhalle. Und Einlass ist ja dann um 11 und 11.30 Uhr ungefähr haben wir auch schon unseren Tattoo-Termin. Alle drei. Und bei mir wird das irgendwie wieder was Kleines, Spontanes. Also ich habe so ein, zwei Sachen im Kopf, aber das seht ihr ja dann. Und Kamera nehme ich dann auch mit. Muss halt gucken, weil das wird halt Samstag extrem voll da sein, wie ich was filmen kann. Und ja, aber mit dem Handy werde ich auf jeden Fall Insta-Story machen und dann packe ich das dann eventuell hier rein. Aber da werdet ihr bestimmt was sehen. Ja, und jetzt haben wir auch schon wieder kurz vor 20 Uhr. Sprich, ich werde jetzt gleich ins Bett gehen. Und da dann Fernsehen gucken. Eigentlich ist heute das Germany's Next Topmodel-Finale. Ich weiß gar nicht, also irgendwie, die ganze Staffel habe ich eben gar nicht gesehen. Aber so dieses Finale finde ich immer ganz interessant, weil es ja auch live ist und so. Mal gucken, ob ich das gucke. Und ich habe gestern eine Serie auf Netflix angefangen. Quicksand, die soll wohl so ein bisschen, also wenn man dieses Tote Mädchen Lügen nicht geguckt hat, dann soll das wohl so in der Art sein, aber wohl noch spannender. Und ich fand ja Tote Mädchen Lügen nicht, also es war ja nicht mein Fall, aber es war halt interessant, dass man das halt mal geguckt haben sollte. Und dieses Quicksand habe ich gesagt, wie gesagt, gestern angefangen und das fand ich auch irgendwie interessant. Das gucke ich dann heute Abend weiter. Davor habe ich auf Netflix Knastschwestern gesehen. Das war so eine Doku über, ja, so einen Knast in Amerika, der halt aufgeteilt war, Frauenknast und oben waren, glaube ich, dann die Männer. Und ja, da wurden halt die einzelnen Frauen da ihre Geschichte erzählt oder so haben die erzählt und teilweise mit den Männern, die da auch im Knast sind, haben die irgendwie was zu tun. Oder waren halt Komplizen bei den Straftaten. Echt cool, war eine Staffel. Und konnte man echt gut so nebenbei gucken, fand ich ganz interessant. Und davor habe ich Dead to Me geguckt, glaube ich. Ich glaube, Dead to Me. Und das war auch eine ganz interessante Serie, auch nur eine Staffel. Ja, ansonsten bin ich ja schon ganz, ganz, ganz aus dem Häuschen und voller Vorfreude auf Juli, weil dann die nächste Staffel von Haus des Geldes rauskommt. Da freue ich mich extrem drauf. Und ich meine jetzt irgendwann im Juni oder so, müsste auch die neue Staffel von 4 Blocks kommen. Irgendwas war doch da so. Ja. Naja, mal gucken. Gut, ihr Lieben, ich werde dann jetzt mal hier beenden, ins Bett gehen und dann ja, sehen wir uns sehr wahrscheinlich morgen oder spätestens am Samstag.
Jetzt sagst du nichts mehr. Läuft die? Ja. Hallo! Und jetzt? Ja, weiß ich nicht. Sag was. Ja, was soll ich denn sagen? Du sagst so. Komm, ich mach dir die Haare. Nein, hör auf, die sind frisch gewaschen. Nicht! Hör doch mal auf. Ein bisschen davon. Das ist Glasreiniger. Ein bisschen davon. Wolltest du nicht duschen gehen? Ich gehe erst auf Terrasse und dann gehe ich duschen. Okay. Soll ich hier zumachen, dass die Hunde das nicht mitkriegen? Die sind doch eh taub. Du bist ganz schön gemein zu denen. Nee. Ey, du musst allgemein mal aufräumen. Ja, du kannst ja mein Zimmerchen hier aufräumen. Nee, ja, aber ja, da müssen wir erstmal Ikea Sachen holen. Genau. Okay. Kann ich jetzt hier in Mach Ruhe... doch, ich bin doch weg. Ja. Ich hoffe, mich zu ärgern. Was? Ja. Klatsch gleich. So, hallo. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal gefilmt habe, aber ich wollte ja eigentlich gestern war ich ja in Dortmund auf der Tattoo-Messe. Wollte ja auch filmen, aber da läuft überall Musik, dass man das einfach nicht machen könnte wegen der GEMA. Und dann, ja, ich habe ein paar Sachen von dieser Men-Strip-Show, was ich ja absolut überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht meins. Ich finde das irgendwie total. Eklig kann ich jetzt nicht sagen, aber irgendwie finde ich da überhaupt nichts schön dran. Und auch, wenn man halt ganz vorne steht, sieht man so die Choreografie, dass das überhaupt nicht synchron war und die total angestrengt versucht haben, da irgendwie was zu performen und so. Das war ganz, ganz merkwürdig. Ja, ansonsten. War ich ja mit einer Freundin gefahren und sie hat halt, warte mal, wir waren um 11 waren wir da und um halb, also um, dann hatten wir halt besprochen, sie hat dann ein großes Tattoo bekommen, also kompletten Oberarm, und das war dann eigentlich am Ende, wo wir abgehauen sind, fertig, aber er hätte noch länger machen können, weil das waren dann schon, warte mal, um 12:30 bis um 19:30 waren die Zugänge. Ja, wir haben extra den Zug umgeändert und weil wir eigentlich um 18:30 hätten fahren sollen, um 20:48 den Zug nehmen wollen, der aber dann auch noch mal eine halbe Stunde Verspätung hatte, sprich wir sind dann quasi erst um 9:45 in Dortmund losgekommen. Ja. Mussten dann auch noch ein neues Ticket kaufen. Ja. Total chaotisch. Aber ja, dann waren wir die ganze Zeit dann da auf der Messe. Meine Freundin wurde ja halt die ganze Zeit nur tätowiert. Ich bin dann immer mal rumgefahren, aber es hat sich jetzt auch nicht wirklich gelohnt. Dann an dem Stand von Harte Hunde von Ralf Seger und seinen Jungs, das gucke ich immer sehr, sehr gerne auf Fox. Und mit dem einen habe ich mich sehr, sehr gut unterhalten, den ich auch in der Sendung total sympathisch finde, der eher so stark krebskrank ist und auch unheilbar. Also darüber haben wir uns auch noch kurz unterhalten. Er möchte keine Therapien mehr, weil er sagte, er möchte keine lebenserhaltenden Maßnahmen machen. Er lebt einfach, versucht so positiv, wie es geht, zu leben. Und wenn irgendwann der Tag kommt, dann kommt der Tag halt. Das fand ich auch sehr, sehr krass, so seine Einstellung. Also er engagiert sich auch viel, viel für den Tierschutz und auch mit behinderten Menschen und so. Und ist aber, wie gesagt, da haben wir uns auch darüber unterhalten, dass die Gesellschaft ja so... Ja, die urteilt ja einfach. Also er ist halt komplettes Gesicht, alles tätowiert. Und natürlich erntet er dann natürlich auch dumme Kommentare und so, ne? Weil man halt einfach beurteilt wird von der Optik. Und das habe ich gesagt, ja, das ist halt, die Gesellschaft ist leider so.
Ansonsten, ja, ist heute Sonntag. Ich wollte jetzt gleich den Vlog schneiden, dass ich den heute Abend hochladen kann. Ja, so ist es. Und wie ihr eben mitbekommen habt, muss ich mal langsam hier mein Zimmer aufräumen. Das ist der einzige Raum, wo ich überhaupt gar keinen Bock drauf habe, das zu machen. Aber, naja, gut. Ja, das war's dann. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss!